Sehr schön. Vielen Dank. Kann Ich hoffe, Kiaras es wird sich mal helfen. eine Götter- und Kulte-Probe würfeln? Plus 5. Okay. Damit du den Namen Argelion kennst. Denn nachdem du gerade solche Schrecken erlebt hast, sowieso die ganzen letzten Tage, muss das auch erstmal funktionieren. Ich dachte, es wäre ganz klar, dass das fix gemeint ist. Ich dachte, es wäre klar, dass Gemorn gemeint ist. Zumindest Argelion, das weißt du nicht. Das ist definitiv jetzt Sünde gemeint. Ja. Zu Sinn anrufen, das wird nicht funktionieren. Vor euch könnt ihr sehen einen leuchtend roten, aufrecht gehenden Molch, fast ein Drache, der beständig von einer züngelnden Flamme umspielt wird. Und ja, der Schwefelgeruch, der in diesem Raum verdrängt wird, wenn ihr die spiegelglatte Oberfläche betretet. Der Azitai trägt eine Krone aus drei bizarr gewundenen, weißglühenden Hörnern. Spricht mit lauten Prasseln und Knacken. Oh fuck. Dämmer. Initiative. Darf ich vorher noch eine Magiekundeprobe würfeln, um die Nee, Schwächen und Stärken zu erkennen? das kannst du gleich in den Kampfrunden machen. Ah, alles Nein, da klar. kannst du gleich die Aktion für aufgeben. Genau. Gehen einfach mal hier rüber. Wir nehmen unsere kleine Tabelle mit. Größe Kann ich des mal Raums suchen? ist eigentlich fast nicht wichtig. Ihr müsst ihn besiegen, denn er steht vor der Treppe. Wer wird die bewachen? 23? Ja, ich hab nicht so gut gewürfelt, ich habe auch keine Waffe in der Hand. Nicht du! Bist du als Kind in den Kessel mit dem Zaubertrank gefallen? Mein Junge, das sind 5, ne? Das passt perfekt gewürfelt. Du trägst Ja, keine Rüstung guck. oder was? Ich hab Behinderung 0. Ja, ich hab auch ich meine Behinderung 0. doch nur. Ich hab auch Behinderung 0. Ja, sag ich ja, keine Rüstung. So, wer fehlt Wenn denn? du Athletikprobe machen Rüstungsgewinnung musst, damit du frei, dich in ne? den Tod stürzt mit deiner 4er Behinderung, möchte ich sehen, was du dann tust. Außer, Ganz laut zu Paralyse. Wo ist denn Ömer? Was? Der lag da 23. hinten an dir rum. Na, 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 hör auf hier, Freundchen. Nee, das ist nicht. Ömer liegt hier immer noch irgendwo rum in der Blutbatterie. Überlegt. Wir haben jetzt den echten gelautet, der hat sich in dem Moment der Wald transversalisiert. Und den Ömer verwandelt. Gut, der Azitai beginnt. Ich schreite auf euch zu. Kommen wir Möchte mal vorziehen? 10 Meter, alles klar. Du ziehst vor. Übrigens, warum stehe ich nicht auf dem Feld? Das weiß ich nicht. Ja, weil ich mich gerade runtergezogen habe. Ja, lasst euch doch kopieren, Freunde. Ja. Ich möchte vorziehen und mich orientieren. Ich habe mich so hingezogen, dass ich hinter Abel mir stehe, weil das war ja vorher abgesprungen, dass so ist. Jetzt haben wir leicht versetzt hinter Abel mir. Ja. Das war die Formation. Punkt. Ist so. Ja, ich habe auch nichts gesagt. So, Jalan orientiert sich, hat vorgezogen. Das sind eine Aktion, ne? Und keine Intuitionsprobe, da ich Aufmerksamkeit habe. Gut, dann bewege ich mich jetzt auf Rafim zu. Ja, da möchte ich auch vorziehen. Und Gut. zwar möchte ich mich du, Abel, mir in sein Guardianum stellen. Ja. Dann lernst dazu. Gut, Ja, schade. es wird der Moment kommen. Da habe ich was dazu Schade. gelernt. Gut, Rafim bewegt sich. Dann bewege ich mich jetzt auf Kiaras zu. Ich mache dasselbe, Rafim. Ich ziehe vor und ziehe mich zurück. Ja, Aktion Position, Aktion Position. Ja. Ah, Eine dann tue ich Aktion Bewegung. zwei freie Aktionen einen Schritt und bewege mich hin, was in Guardianum. Nee, da ist kein Guardianum. Zeichne mal ein, wo er hingeht. 3 Meter. Eine Ja. Person, der Token hier ist ja schon, der ist Du ja, musst ist ja an ihm dran stehen. An ihm dran stehen, okay. Ja. Ich bin sehr fett. Ach, schmaler Junge Gut, bist du. dann bewege ich mich jetzt eine Aktion Position. Ich habe noch 2 Aktionen. Hornangriff und was war das andere? Ich würde gerne vorziehen. Gut, du ziehst vor. Genau, ich würde nämlich einen Guardianum zaubern, persönlicher Schild und Schild gegen Dämonen kombiniert. Das ist zusammen eine Erschwernis plus 8. Ja, ich glaube, ich mache den einfach so. Dann lernst du nämlich auch dazu, dann kannst du nämlich nochmal angreifen mit dem persönlichen Schild. Und spannst keine Kuppel, die dich unangenehm behindert. Dann kannst du schon mal würfeln. Denk dran, dass du. Also, dass der AC-Teil 6 Punkte Erschwernis bekommt, wenn er von Distanz besser aus angreifen möchte. Ich bewege mich in dich rein und möchte dann gerne auf Innen. Du möchtest auf N kommen, dann kriegst du erstmal Passierschlag mit. Ja, ist okay. Gib mir einen Passierschlag. Sonne ist erschwert um 8, nehme ich an. Das wäre der Treffer.
Ja. Das sind einmal 13 Punkte Schaden geweiht und du verlierst deinen W6 Inni. 0,3. Das ist ja ärgerlich. Ja, gut. Okay, bin ich auf der 8. Kannst du mir mal bitte den Schaden abziehen? Dann muss ich den nicht managen. Du siehst ja die 2 in der Mitte. Ja. Dann ziehst du 2 für den Rüstungsschutz ab und Azitai ist nicht Blackeratz, dementsprechend ist das normaler Schaden. Nicht verdoppelt. Gut, dann kommt jetzt mein Feuerpranke und mein Horn. Berührt beides. Ist aber kein Patzer. Beides? Ist aber kein Patzer, nein, jetzt kommt das zweite. Ja, ich habe. Warte. Ich habe drei Aktionen. Ja, Moment, was hast du denn eben gemacht? Du hast dich orientiert. Richtig, das war eine Aktion. Dann hast du dich nicht bewegt, dann hast du noch 2 Paraden, genau. Richtig. Die Hörner sind pariert, bei der Feuerpranke habe ich nicht geschafft, aber auch kein Patzer. Ja, die Hörner sind sowieso nicht gelungen. Herzlichen Dank dafür. Oh. Ja. Du hast trotzdem dann gewürfelt, du hast umgewandelt. So, Feuerpranken sind 1W4. So, ne? Musst du auswürfeln. Ist egal, komm nicht durch. Ja, ist aber auch egal. Die Stelle brennt jetzt, nur du musst das entweder löschen oder wirst jede Runde 1W3 Kampf-Feuerschaden dadurch erleiden. Genau, besondere Eigenschaften, Folgeschaden, verbrennt für W6 Kampfrunden, würfel mal bitte 1W6. Mhm, kommt schon die 1, die 1. Du hast jetzt, was hast du für ein Schwert? Mein Anderthalbhänder. Okay, das heißt, du willst auf S kämpfen oder? Ja. Gut, ich meine, ich kämpfe jetzt halt auf N, weil du rangegangen bist. Wenn du auf S kämpfst, dann stichst du. Wenn du auf N kämpfst, dann kannst du schlagen. Ah, ja, okay. Will ich dazu sagen, ist vielleicht ein bisschen unfair, aber ich behandle einen Kampf auf S mit einem Langschwert als Stich. Meinetwegen, nehme ich hin. So, also, du fängst an zu brennen, der Schaden an sich kommt nicht durch, aber du siehst eben, wie schwarzes Feuer deine Rüstung entlang züngelt. Der erste Schaden davon kommt zum Anfang nächster Runde, ja? Genau, würfel hier. Zu Ende dieser Kampfrunde. So, Azitai ist komplett fertig. Abelmir. Ich würde wie auch gern etwas über diesen Dämon herausfinden. Magiekunde. Plus Beschwörung plus Beschwörung halbe, ne? Warte mal. Genau. Beschwörung und Beherrschung sind 13 und 6 sind 19. Und 10. Eine schöne Regel. Schon mal unabhängig von seinem Ergebnis werde ich das auch tun. Finde ich gut, dass hier nicht gemetagamed wird. Gut, wir sind beide gleich dumm. Wieso? Ich wollte aber sagen, dass ich das gleich auch machen werde. Gelungen, ja, okay. Damit steht euch zumindest alles Wissen zu. Wo auch immer Abelmeer es her hat, wir wissen zumindest, wo immer das Wissen gefolgt. So, 3 Aktionen, Programmrunde. Pariert der Azitai, so wird eine Waffe des Angreifers so heiß, dass sie diesem W6 Schadenspunkte zufügt. Waffen mit hölzernem Schaft gehen dabei bei einer 6 in Flammen auf. In der Nähe des Dämons herrscht enorme Hitze, DKH, Schadenspunkte und Verlust von Rüstungsschutz, DKN, 1 SP pro Kampfrunde und der Rüstungsschutz alle minus 2. Das ist ganz interessant. Weiß Jalan natürlich nicht, aber ihr beide wisst das. Folgeschaden brennen, habe ich schon gesagt. Er ist immun gegen Feuer, beziehungsweise es wird gegen eine Resistenz ausgetauscht. Und er ist verwundbar gegen Wasser. Habt ihr aktuell nicht? Abelmir ist fertig. Isarun hat eine Aktion gezaubert. Genau, ich habe eine ganz normale Standard-Zauberdauer genommen, deswegen 2 Aktionen. Gut, dann Jalan ist fertig. Rafim hat eine Aktion. Komm Bewegung. Mit Abelmir. Ja, dann rennt wieder raus aus dem Guardian. Nö, ich warte darauf, gemacht, dass der losgeht. Also ich warte jetzt meine. Gut. Also, die lasse ich jetzt im Grunde verfallen. Bist du verfallen, Kiaras? Ich muss ein Jahr im Guardianum bleiben, aber. Drei. Ich will das Ding flankieren. Dahin. Gut, dann stehst du in seinem Rücken. Es gibt keinen Rücken bei Dämonen, weißt du nicht. Und darfst noch einmal zustechen. Ja. Kämpfst mit dem Rapier. Das ist eine Resistenz, halber Schaden. Ist magisch und geweiht, die Waffe. Ja, trotzdem ist es ein Stich und deswegen hat er eine Resistenz. Ah, natürlich, klar. Ich meine, ein Rapier hat auch eine Schneide. Aber es geht halt über Fechtwaffen. Ja, das kann ich aber als Schwert führen. Aber Fechtwaffen werden ja meistens stechen. Genau.
sind 5. Dann kannst du bitte von den 5 die 2 Punkte Rüstungsschutz abziehen und ihm dann den Schaden geben. Mach das. Danke. Dann ist die Kampfrunde fertig. Jetzt bekommt Yalan einmal den Brandschaden und ich muss gerade nochmal gucken, ein SP, ne? Ein W3. Genau. Genau, einmal ein W3, den kannst du nochmal auswürfeln. Mach den W3. Nein, bitte den W6 würfeln. Ja. Und nochmal den W6. Und 2 Schaden. Und jetzt bekommst du nochmal ein SP durch die Nähe und ein Rüstungsschutzpunkt alle 2 Kampfrunden. Denken wir dran, das sind volle Kampfrunden. Ja. Erinnere ich dich dann dran. So. Jetzt nächste Kampfrunde. Azitai ist als erstes dran. Ich ziehe vor. Gut. Ich vergrößere die Distanzklasse. Ja. Da brauche ich nicht mal eine Aktion, da brauche ich doch vergrößere die Distanzklasse und dann renne ich weg. Also ich renne nicht weg, aber ich ziehe mich halt in den Galeanum zurück. Ja, ich gebe dir dann trotzdem nochmal einen Schlag mit, weil ich das darf. Auf Distanzklasse S kannst du das gerne tun. Ja, 8 passt, ist egal. Ja. So, 6, 8 für Aufmerksamkeit und... Und 6 für Distanz. Hat sich sowieso erledigt. Ja. So, du hast vorgezogen. Ich gehe in den Galeanum. Gut. Von wem? Von Abelmeer. Von Abelmeer, ja, das, genau, Freundchen. Bleib bitte. Ich hab mich hingezogen. Ich hab mich hingezogen. Kannst du mir nicht vorhalten. Azitai. Dann drehe ich mich zu Kiaras und greif an. Mach das. Ich mach gerade mal, weil ich gütig bin, eine Aktion Position, um mich umzudrehen. Dann kriegst auch du eine Feuerpranke und ein Horn. Ist gut. Dann noch Schaden. Ich kann den nicht parieren. Und 9. Warum kannst du nicht parieren? Das ist kein großer Gegner. Wie will ich einen Dämon parieren? Das ist kein großer Gegner. Du kein großer Gegner. Gegner. Du darfst ihn theoretisch parieren. No, ganz normal. Du darfst ihn sogar binden. Na gut, dann pariere ich. Wäre möglich. Pariert der Azitai, wird die Waffe. Nee, ich pariere ja selber nicht. Ich werde pariert. Richtig. Dann mache ich einen Angriff zurück. Ich benutze weiterhin den Kampf. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist blöd, ich will nicht Kiaras angreifen. Auch wenn er gegen mich will. Isarun will ich auch nicht angreifen. Er hat auch ein persönliches Schild. Greift trotzdem weiter Kiaras an. Gut, Azitai ist durch. Kiaras hatte vorgezogen, hat den Schaden gemacht. 13 halbiert. 14 sind 7 abgezogen. 2 sind 5 Punkte. Bitte eintragen. Abelmir. Ich bereite einen Reversalis vor. Verkürzte Zauberdauer. Jetzt bin ich gespannt, gut. Ja, aber mir bewegt sich weiterhin nicht. Ja. Von nix kommt nix. Isarun. Mit meiner ersten Aktion möchte ich gerne mein Flammenschwert aktivieren und mit meiner zweiten Aktion mich mit Aktion Position hinter den Dämon zu bewegen. Mhm. Dass ich so dann da rumstehe. Ja, kannst dich bewegen, passt. Gut, dann einmal ein Pröbchen. Ja, Alan. Ja. Ach, ich bin dran. Ich lösche mich. Ich möchte mich löschen. Wird dafür eine Probe fällig? Und was immer Fingerfertigkeit in der Haare, oder? Ich glaube eher Gewandtheit. Die ganzen Fingerfertigkeit-Dumpstetter beim Ausschlagen. Also ich bin auch dafür, dass du jetzt keine Gewandtheit, sondern eine Fingerfertigkeit würfelst. Ja. Und ich bin dafür, dass du halt. Rennst weiter. Wenn nicht auf den Sack gehst. Nächste Aktion. Ich habe diese Runde schon 2 Aktionen gehabt, das war jetzt die dritte. Gut. Dann ist Yalan durch. Was haben wir bei Isarun? Das Flammenschwert brennt, okay. Dann kannst du den Schaden eintragen. Möchte immer irgendwie handeln? Ja, immer möchte ganz gerne sprechen. Er hat ja eine Aktion ausgegeben, um die Magikunde zu machen und will sagen: Das ist ein Azitai. Passt auf, jede Attacke, jeder Angriff bringt euch zum Brennen. Ich merk's, Ömer, ich merk's! Ja, schöner Einwurf von Yalan. Hältst du es für klug, einen Feuerdämon mit einem Flammenschwert anzugreifen? Auf ihm. Ja, da. Warum auch immer Abelmir sich nicht bewegt, gehe ich da hin und hau da jetzt 2x kräftig drauf. Genau, den Guardian brauchen wir nicht. Muss ich in der. Wenn ich mit der Boronsichel auf S angreife, muss ich ihn dann auch stechen oder kann ich ihn noch hauen? Mit der Boronsichel, das ist. Nee, da kannst du. Komplette 2. Musst du nicht stechen, nee. Ja, gut, dann kriegt das in S. Das ist eine zweihändige Waffe. Ja, ist ein Anderthalbhänder auch? Nein, du führst ja, ihn bei Anderthalbhänder. Genau, aber du hast ja mit Anderthalbhänder auch NS und er hat nur S. Also das ist schon
Spielleiterwillkür, seht mich unterdrückt werde. Ich greife mit einem 5er Wuchtschlag an. Ja, aber Zeit, dass der Wasserschwert berufsgeheim so ist. Dann mache ich Schaden. 20. Drücke ich ihm gleich noch einen 5er Wuchtschlag rein. Das ist ein weiter Schaden? Geweiht, ja, ist also nur 20. Ja, das war knapp. Aber 20. Das reicht noch. Hat ich Nachrüstung, die 20 ist ja. Nee, beides mal 20, also beides mal 18, 36 Damage drücke ich ihm. Ja, erst bitte die Rüstung abziehen. Ja, ja, haben wir ja 36 dann. Genau. 80 minus 36. So wieder eintragen. Dann ist Rafim durch. Ah, Kiaras. Hatte auch schon gehandelt, ne? Du hattest schon pariert. Ja, zweimal pariert, einmal gerissen. Dann machen wir jetzt einmal den Brandschaden. Kiaras, brennst du? Nein. Nein. Deine Säbel brennen halt so ein bisschen, aber das löscht, weil das geweihte Waffen sind. Ich habe Handschuhe aus Irian-Leder. Ja, wie gesagt, die Waffen haben kurz gebrannt, aber die gehen wieder aus, weil du hattest pariert. Das ist nichts passiert. Vier, so, dann steht Rafim in erster. Guck ich gerade mal, ob da was passiert. Ja, alle zwei Kampfrunden. Alle zwei Kampfrunden bekommst du einen Schadenspunkt, der ist noch nicht durch. Jarlan steht nicht mehr drin, aber Jarlan brennt. Du bekommst ein W3. Einer. Und Kiaras steht in N, das heißt, Kiaras bekommt auch einen Schadenspunkt. Nächste Runde. Warte über die Finger für die ganze Probe, du brennst nur noch drei Runden. Immer, halt die Klappe. Azitai, ich komm zu dir nach Hause und zünd dich an, dann sag ich auch, spare die Fingerfertigkeitsproben, wenn auf die Ruhe. Sonst darfst du diese Kampfrunde weitersprechen. Azitai ist dran. Jemand vorziehen? Ich zieh vor. Gut, Rafim. Ja, ich hau da jetzt dreimal drauf. Erstmal kriegt er. Obwohl, ich darf erstmal einmal. Ich darf zweimal vor ihn ziehen, richtig? Du darfst doch dreimal vor ihn ziehen. Oh, nee, ich glaube, dreimal reicht er irgendwie nicht. Eins, zwei, ja gut. Zieh er zweimal vor. Kriegt er erstmal einen 5er Wuchtschlag wieder. Machen wir wieder 24 Schaden. Warte mal, ich überlege gerade, was bekommt er jetzt? Parierter Azitai wird die Waffe des Gegners so heiß, dass sie diesem 1W6 Schadenspunkte zufügt. Die Waffe aus Holz? Genau. Nee, ist sie nicht, ne? Nö. Dann versuche ich es wenigstens einmal mit einer Parade, die ist 8. Naja, ich meine. Ja, macht nicht so doof. Ja, okay. Doch, schon. Ja, dann gib mir den Schaden. Ja, das sind 22. Also hat er noch 24. Ich weiß nicht, kann das irgendjemand für mich eintragen, bitte? Ja, sicher. Nächste? Dann nächster 5er Wuchtschlag. Ja. Ich möchte doch mal parieren. Ist das dein Ernst? Ich oh, Junge! Noch mal 21, dann hat er noch einen Lebenspunkt und möchte jemand den letzten Schlag setzen. Ja, komm, ich zieh vor und hau ihm den letzten Schlag rein. warte, stopp. Okay, ich wollte gerade sagen, Isarun ist dann schon gerannt. Ah, komm, Kiaras dann. Mach ihn platt, den Jungen. Yay! Er kann noch drittes Mal versuchen zu parieren. Richtig. Ja. Ich hab noch zwei Attacken. Egal, ja, ach komm, warte, stimmt. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt so oder so gleich sterbe, dann will ich wenigstens noch kurz einmal Schadenspunkt. Wer will? Hast du gerade dreimal hintereinander dich weggefotzt? Ja, dreimal hintereinander 20 Minuten. Wie gut, dass es mir halt völlig egal ist, ey. Posti, wann hast du Geburtstag? Ich schenke dir ein neues Würfeltool. Gegönnt! Ja, es sei euch gegönnt. Dieser Raum, spiegelglatt wie er ist, Isarun versucht gerade noch anzurennen, hinter den Dämon zu kommen, schlittert auf der spiegelglatten Dämonen-Oberfläche dann noch einmal so halb durch den Raum und kommt dann noch 2-3 Meter zum Stehen. Wenn du dich umblickst, kannst du sehen, dass der Azitai gerade in Schmiere, in öligem Film dann zergeht und in die Niederhöllen wieder zurückläuft. Er ist selbst ausgerutscht. Oh, das ging schneller als erwartet. Immer fest drauf! Muss ich das löschen? Immer fest drauf! Du kriegst nochmal 1W3 Schadenspunkte und dann. Ich hätte ja zwei Aktionen gehabt, die möchte ich dann vorher aber gerne durchsetzen können. Dann gib nochmal eine Fingerfertigkeit los. Easy. Na, easy. Easy ist was anderes. Easy peasy. Wir lösen die Kampfrunde wieder auf. Au, das brennt! Ich hatte gesagt, du musst aufpassen. Das Ding zündet einen an, wenn man getroffen wird. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich schon geschmort.
Es tut mir leid, ich kann mit dem Auge so wenig sehen. Ich hätte es gerne früher gesagt. Nicht so schlimm. Wenn ich den Zauber abbreche, kostet mich die Hälfte, oder? Der ASP. Denk dran, dass so Sachen wie Kraftkontrolle und Kraftfokus erst nach der Halbierung angewendet werden. Ich habe nur im Stab Kraftkontrolle. Kraft. Kraftfokus und Stabkraftkontrolle, die Sonderfähigkeit. Genau. Ein ASP haben oder nicht haben. Was wolltest du denn reversalisieren? Ein Ignisfero. Ignisfero! Ignisfero! Junge, wie gut, dass du dich zaubern musst. Ist so gut. Ich dachte mir, aber mir ist ein Bro, der macht da jetzt den reversalisierten Ignifaxus rein. Und zündet da irgendwie das geht. Das ist schwierig, geht da gegen die Magieresonanz. Ignisfero, reversiert. Bringt halt alle um. Er wollte uns alle nur löschen. Ich gebe ihm Bälle. Genau. Ja, es hätte mich gelöscht, das muss man ihm sagen. Dieser Magier ist so gut. Und weißt du was? Das ist nicht das erste Mal, dass du das tust. Mitten rein. Viel. Aber mir, ich persönlich find's gut. Das ist die Einstellung hier. Wir müssen auch bereit sein, Verluste einzugehen. Zu erzählen, ich bin reif für die Rente. So, das lief ja ganz gut. Meine Boronsichel ist noch ein bisschen heiß und ich wedet immer so ein bisschen in der Luft, die dampft vermutlich noch. So. Aufwärts, die Treppe hinauf. Irgendwohin wird sie uns bringen. Ja, ihr könnt die Treppe nach oben hasten, rennen, könnt da dann weitere Irrhalken, Gardisten zur Seite schicken und seht dann zwei verschiedene Räume. Einmal nach rechts weg, in wieder die Mitte, in das Zentrum wohl. Eine große, doppelflügelige Tür, gigantisch hoch und groß, hinter der dann das Pochen immer lauter wird, beschriftet mit Zayat-Glyphen. Da geht es wohl zum Maschinenherz. Auf der anderen Seite ebenso groß. Nach links weg könnt ihr dann in Zayat-Glyphen erkennen die Prunkgemächer von seiner kaiserlichen Majestät. Ja, die Algenadisten lassen sich mit einem Moment, ja, also ihr seht dort, dass ihr Algenadisten davor stehen. Jeweils vier auf beiden Seiten. Könnt dann, bevor ihr wieder hochlauft, diese dann entdecken. Ömer ist aktuell noch nicht in Verkleidung. Nee, Ömer hat einen Helm auf und sonst wie einen Helm auf. Und? Ömer hat ihn aber noch nicht gesehen. Ömer hat einfach nur die Hand auf Adeptus Abelmirs Schulter und richtig, folgt dem. Ömer ist immer noch Walter halbblind. Da stehen Gardisten, Ömer. Dann haut sie um, oder warum nicht, oder was? Es wird Zeit, dass du uns noch einmal den Weg fragst. Ja, dann Abelmir, macht euch nackig. Zauberstab und Robe. Ja, ich zieh wieder aus. Ich zieh wieder meinen Helm aus. Genau. Hier, seht ihr, ihr nehmt meinen Helm und ich nehme eure Robe und euren Zauberstab. Das ist ein guter Tausch. Bist du eigentlich arrogant? Oder eitel? Ja. Nein, ist er nicht. Du hast immer noch einen Segen. Okay, mit dem Segen halt nicht, aber du merkst es dir für später. Gut. Gut, dass er keine Rachsucht hat. Der ist total harmonisch, der merkt sich das nicht. Prügeln wir das schon. Immer geht wieder hin. Rafim, komm her. Ja. Mit der Arm an Arm. Also, ne, Arm an Arm angelehnt, aber eben so, dass ich merke, dass du da bist. Und dann wieder los. Tock, 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 will man da laut hin mit dem Stab. Ja, wie gesagt, in Verkleidung musst du sie nicht mehr überzeugen. Sie werden dann auf deinen Befehl hin gehen, wo auch immer hin du sie schickst. Und damit ist der Gang vor. Ja, den Thronraum, das hat beim letzten Mal schon so gut funktioniert, dass wir am Ende den Thronraum wollen, ist total unwichtig. Ja, ja, also Treppe geht dann auch weiter hoch, wie gesagt, hier auf der rechten Seite das Maschinenherz, auf der linken Seite die Prunkgemächer, du schickst sie weiter die Treppe nach oben. Ihr könnt natürlich auch weiter geradeaus gehen, aber jetzt hier würde zumindest das Maschinenherz sein. Links oder rechts? Erstmal ziehen wir wieder um. Also ich habe uns schon mal 16 Leute weggeschickt, die sind alle im Thronraum, die werden wir bestimmt nicht wiedersehen. Oder wollen wir dahin? Wenn das mit dem Herzen klappt, nicht. Kann es nötig werden, dass wir dorthin müssen, aber wir wollen erst einmal dafür sorgen, dass das Magnum Opus nicht mehr funktionieren kann, also zum Maschinenherz. Auf zum Herz. Ich wiege nochmal die Mannstaubkugel in den Händen. Nun gut, dann los. Im Mittelpunkt Kulakais liegt Agrimots Maschinenherz, eine kraftumwobene, zapfenförmige Spirale aus Erz, von der Feuer und Humus tropfen, die von Luft wieder aufgefangen wird. Hier könnt ihr ein Transpropatriatorium der Energie erkennen, was ganz Kodakai mit Energie versorgt und auch rot-schwarz glimmend das Magnum Opus antreibt.
Und hier gerade die Elemente darauf vorbereitet. Das erste Element ist bereits durchgelaufen. 50 Schritt groß, hoch. Ein Höllendom, in dem es sich dreht, windet, Bauteile, mechanische Gerätschaften übersät. Viele, viele Knechte, die hier ihre Arbeit unablässig verrichten. Einige lebenden Rüstungen, die dann diese Orte bewachen, wie Golemiden dann hier herumlaufen. Und ihr könnt erkennen, wie jemand mit einer Robe dort steht, euch aktuell noch den Rücken zugewandt, aber auf seinem Rücken, auf dem Umhang prangt, eine Speiche. Das muss Leonardo sein.